Die Zeit der Kulleraugen ist vorbei. Mit markantem Gesicht, hochwertigen Materialien im Innenraum und einem dynamischen Auftritt soll der VW Polo neue Maßstäbe in der Kleinwagenklasse setzen. Die Basisversion des neuen Wolfsburgers ist für 14.150 Euro erhältlich. Gut 1.600 Euro mehr kostet die viertürige Variante mit dem 1,4 Liter Benziner und einer Leistung von 85 PS. Was der neue VW Polo wirklich kann, muss er im Vergleich mit Opel Corsa und Ford Fiesta zeigen. Der Kölner soll mit einem Verbrauch von 5,7 Litern laut Werk der sparsamste im Trio sein. Sein 1,4 Liter Benziner leistet 96 PS. Als Fünftürer kostet der Fiesta 14.250 Euro. Der Opel Corsa mit 90 PS scheint mit einem Basispreis von 13.280 Euro zunächst das Schnäppchen im Test zu sein. Aber bei ähnlicher Ausstattung wie im Polo ist man, wie auch beim Fiesta, schnell bei einem Kaufpreis von über 15.000 Euro. Modern und stylisch. So präsentiert sich die aktuelle Kleinwagenklasse optisch. Vor allem der Ford Fiesta zeigt Mut zur Extravaganz. Runde Form mit kantigem Design. Die Abenteuer-Autoredakteure Claudia Brock und Christian Becker nehmen den Testkandidaten ganz genau ins Visier. Was eine Farbe, muss ich mal sagen. Das Weinrot, das geht ja gar nicht. Passt zwar zu den Sitzen, aber sogar ich als Frau muss sagen, Frauenauto mit dieser Farbe, finde es nicht toll. Also ist nicht meine Farbe und das passt irgendwie nicht. Weißt du, was mir auch sofort auffällt, wenn ich da so hinlang? Es war unterschäumt, aber es schaut irgendwie wie Hartplastik aus. Und auch hier, diese ganze Mittelkonsole ist sehr überfrachtet. Also auf den ersten Blick weiß man nicht, was diese Tasten alle zu bedeuten haben. Man muss wirklich genau hinschauen, Radio, CD. Und ganz schlimm finde ich hier die Drehregler für die Klimaanlage. Das fühlt sich an wie irgendein Plastikbomber von vor 20 Jahren. Also das finde ich schon ein bisschen komisch. Also hier sieht man deutlich, Kleinwagen Geld gespart am Cockpit. Wo man es nicht merkt, ist bei den Sitzen. Also man sitzt sehr bequem. Auch ich mit meinem 1,93er habe wirklich super Platz. Und auch hier Ellbogenfreiheit ist groß genug. Man kann also wirklich gut hier vorne sitzen. Weißt du übrigens, wo die Sitzheizung ist? Was, der hat eine Sitzheizung? Der hat eine Sitzheizung. Obwohl er gar keine Ledersitze hat. Ja, bis jetzt habe ich noch keinen Schalter gesehen und hier ist auch nichts. Nee. Ja. Hast du den schon gefunden? Ja, die ist hier unten. Schau mal, direkt neben dem Sitz. Am ein Sitz? Kleiner Schalter. Ach ja. Also ist da irgendwie hingeklebt, als ob sie es vergessen haben zu konstruieren. So kurz vor Fertigstellung des Autos hat der Jupp gesagt, Hannes, der FC spielt, lass uns gehen. Und der hat gesagt, ey Mensch, wart, mach noch schnell eine Sitzheizung. Oh Claudia, komm mal hierher. Was denn? Schau mal die Dichtung an. Ach, ist allerhand. 10.000 Kilometer und die löst sich schon auf. Ja, die Verarbeitung scheint dann noch nicht hundertprozentig zu sein. Nee, da haben sie wieder Geld gespart. Auf der Straße punktet der Ford Fiesta dagegen mit einer harmonischen Federung und seinem gut abgestimmten Fahrwerk. Auch die spontan ansprechende Lenkung animiert zu agilen Kurvenfahrten. Allerdings spürt man von den fast 100 PS wenig. Unter 3000 Umdrehungen wirkt er sogar träge. Dafür hält sich der 1,4 Liter Vierzylinder akustisch zurück. 3 Jahre ist der Opel Corsa schon auf dem Markt. Optisch kann er sich im Vergleich mit den beiden anderen aber durchaus sehen lassen. Oh, man merkt das sofort. Sitze deutlich bequemer, finde ich. Mehr Seitenhalt. Ja, die sind sehr gut kontradiert. Man sitzt zwar auch so hoch wie im Fiesta, aber ich finde das eigentlich sehr angenehm. Und das Lustige ist, das hier schaut aus wie weich, ist aber knallhart. Das stimmt, das ist ganz hart Plastik. Aber weißt du, was mir auffällt? Dieses Lenkrad ist sehr griffig, es liegt gut in der Hand. Und fühlt sich fast wie Leder an, obwohl es Kunststoff ist. Und auch die Mittelkonsole, schau, da ist alles da, wo man es erwartet. Du findest die Knöpfe alle blind. Das wirkt einfach wertiger als jetzt da im Fiesta. Und ich finde auch jetzt so vom Platzangebot haben wir auch wieder gut Platz. Ich fühle mich nicht beengt. Du hast auch gut Platz mit Kopffreiheit, gell? Nee, passt aber alles. Was mich noch interessieren würde, ob man hinten genauso einen Platz hat. Ich gehe mal nach hinten, Christian. Und wie schaut's aus? Gut schaut's aus. Also ich habe hier genügend Beinfreiheit und auch hier oben Kopffreiheit ist in Ordnung. Ich könnte mir schon vorstellen, ein paar Stunden hier in dem Corsa hinten sitzen zu können. Mit dem 90 PS Benziner im Opel Corsa ist man zwar gut unterwegs, aber richtig spritzig ist er nicht. Der Komfort leidet unter der hart abgestimmten Federung. Zusammen mit der gefühllosen Servolenkung wirkt das Handling des Rüsselsheimer eher unausgewogen. Völlig enttäuscht der Opel Corsa beim Bremstest.
Im warmen Zustand benötigt er 39 Meter und damit sogar 1,5 Meter mehr als mit kalten Bremsen. Vorbildlich der VW Polo. Er steht immer bei knapp 36 Metern. Auch beim Fahren überzeugt der Wolfsburger. Das Fahrwerk ist komfortabel und auch bei kurzen Bodenwellen nicht holprig. Die zwar leichtgängige, aber präzise Lenkung gefällt ebenso wie das gut abgestimmte Fünfganggetriebe. Der VW Polo verfügt zwar nur über 85 PS, ist aber dennoch knapp der schnellste. Den Standardsprint auf 100 km/h erledigt der Wolfsburger in 12,1 Sekunden. Der Fiesta mit gut 10 PS mehr liegt knapp dahinter. Äußerlich ähnelt der neue Polo sehr seinem größeren Bruder, dem VW Golf. Doch kann er sich auch von der Kleinwagenkonkurrenz abheben? Schauen wir uns den Kofferraum an. Im Volumen sind die ja ziemlich identisch, 15 Liter Unterschied. Aber wenn ich mir das so anschaue, das schaut ziemlich klein aus. Ja, weißt du warum? Hier gibt es einen doppelten Ladeboden. Kleines Geheimfach. Okay. Hier kann man auch noch Dinge unterbringen. Oder man kann den auch rausnehmen, dann hat man genauso viel Platz wie in den anderen. Und wie sieht es im Innenraum aus? Na, das ist doch mal eine andere Welt, oder? Ja, das ist gleich eine ganz andere Fahrzeugklasse. Also man merkt einfach, es ist alles viel hochwertiger. Also es ist wirklich tatsächlich Golf oder Passat, könnte es auch sogar schon fast sein. Gerade so hier mit den Chromringen in der Mittelkonsole. Also wirklich alles sehr liebevoll gemacht und vor allen Dingen perfekt verarbeitet. Spaltmaß stimmt, es fühlt sich alles super an, auch die Schalter. Sehr praktisch finde ich auch diese Mittelarmlehne. Aber das kostet sich hier Aufpreis, ne? Nee, du, in der Komfortline, was das Auto ist, ist das schon mit dabei. Wie sogar auch Klimaanlage und Parkpilot. Also die bieten für ihr Geld schon auch was. Es ist zwar teurer, das Auto vom Basispreis, wie die anderen beiden, aber er bietet dann auch schon ein paar Extras, die man bei den anderen dazu kaufen muss. Und die machen dann den Preis relativ wieder. Also da schenken die sich nicht viel und man kriegt halt hier wirklich ein hochwertiges Auto. Platz ist sowieso ohne Ende, wie bei den anderen beiden auch. Hier ist wirklich mal Platz auch für eine große Wasserflasche. Was ich sogar noch gefunden habe gestern, hier unter dem Sitz gibt es sogar ein Plätzchen für mein Schminkköfferchen. Optimal ausgenutzt, jeder Platz hier. Das ist wirklich auf jeden Fall. Lob an VW, das haben sie gut gemacht. Ja, also für mich auch ganz klarer Testsieger, Polo. Und auch beim Verbrauch hat der VW Polo die Nase vorn. Auf 100 Kilometer genehmigt er sich im Durchschnitt 6,3 Liter Super. Der laut Werk sparsamste, der Ford Fiesta, braucht einen halben Liter mehr. Fazit: Der in die Jahre gekommene Opel kann zwar im Design und in der Anmutung noch ganz gut mithalten, zeigt aber im Fahrverhalten Schwächen und muss sich in unserem Test knapp mit dem dritten Platz zufrieden geben. Der Ford Fiesta überzeugt zwar mit Fahrkomfort, aber in puncto Qualität und Verarbeitung müssen die Kölner noch ihre Hausaufgaben machen. So reicht es nur für Rang 2. Testsieger ist ganz klar der VW Polo. Er legt mit sehr guten Fahreigenschaften und einem hochwertigen Innenraum die Messlatte im Kleinwagensegment hoch.